Herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Bedienung und Möglichkeiten im Programm CED der computerunterstützten Iris-Diagnostik. Wir befinden uns im Programm PASNT. Wir haben den Patienten oder die Patientin bereits angelegt. Wenn wir das gemacht haben, klicken wir im oberen Bereich auf das Auge, um die computerunterstützte Iris-Diagnostik zu starten. Das Programm fragt nun, welche Art wir nutzen möchten, die Demo-Version oder die Vollversion. Wenn Sie die Vollversion erworben haben, klicken Sie auf diesen Punkt, klicken dann auf die Schaltfläche weiter. Wir nutzen die Demo-Version. Zu Beginn müssen Sie einen schwarzen Kreis messen. Das heißt, Sie nehmen sich ein Lineal, Sie messen diesen schwarzen Kreis in der Breite und die entsprechende maximale Höhe. Sie geben diese Daten hier rechts oben ein und bestätigen mit Speichern. Das Programm CED errechnet dann das Seitenverhältnis von Ihrem Monitor. Dieses Messen des schwarzen Kreises müssen Sie nur einmalig durchführen. Im Programm CED werden Sprechblasen angezeigt, die uns nun die nächsten Schritte andeuten. Das Programm hat nun erkannt, dass Sie noch keine Fotos zugeordnet haben und weist uns nun darauf hin, dass wir auf diese Schaltfläche Zuweisung klicken sollten, um neue Fotos zuzuweisen. Auf der ersten Seite zeigt uns das Programm CED an, welche Fotos wir bereits zugewiesen haben. Wir klicken hier unten auf die Schaltfläche weiter. Nun werden uns die Fotos angezeigt, die neu gemacht wurden bzw. die hinterlegt sind. Wir wählen hier noch die entsprechende Art. Ist es die linke Iris oder ist es die rechte Iris? Und klicken dann auf die Schaltfläche weiter. Es folgt eine Sicherheitsabfrage, ob wir wirklich dieses Foto dem Patienten zuordnen möchten. Wir bestätigen mit der Schaltfläche weiter. Danach erhalten wir eine Bestätigung. Dieses Foto wurde dem Patienten erfolgreich zugeordnet. Wir klicken auf die Schaltfläche Schließen. Auch hier folgt wieder eine Sprechblase, die uns anzeigt, dass wir nun dieses Auge öffnen können. Wir klicken auf die Schaltfläche Öffnen. Es wird uns nun ein Hilfesystem angezeigt, das uns die nächsten Schritte erläutert. Wir klicken hier auf die Schaltfläche Schließen und klicken dann hier links oben auf die Schaltfläche Punkte. Jedes Auge muss einmalig kalibriert werden. Das heißt, das Programm CED muss genau wissen, wo liegt die Pupille, wo liegt die Magen-Darm-Krause und wo liegt der äußere Rand der Iris. Im ersten Schritt klicken wir auf die Schaltfläche Schließen und klicken dann, wie es bereits angedeutet ist, auf den oberen Rand der Iris. Wir klicken hier auf Schließen. Wir bewegen die Maus in den oberen Bereich der Iris und klicken hier rein. Danach geht es im Uhrzeigersinn rechts herum und das CED deutet uns an, wir sollen nun in den rechten Rand der Iris klicken. Wir klicken also hier erneut wieder auf die Schaltfläche Schließen. Wir bewegen die Maus in den rechten Rand der Iris und klicken hier rein. Danach kommt der untere Rand, hier wieder erneut schließen, der untere Rand der Iris, der linke Rand schließen, linker Rand. Es geht dann von innen nach außen, das heißt, wir sollen nun in den oberen Rand der Pupille klicken. Wir klicken hier wieder auf die Schaltfläche schließen, wir klicken in den oberen Rand der Pupille. Wiederum geht es im Uhrzeigersinn rechts herum. Wir klicken wieder auf die Schaltfläche Schließen. Wir klicken nun den rechten Rand der Pupille an. Es folgt der untere. Es folgt der linke. Es folgt die Magen-Darm-Krause, wieder oben beginnend. Oben. Rechts, unten, links.
Zum Schluss müssen wir erneut einen Kreis ziehen um das Auge. Wir beginnen wieder im oberen Bereich, den rechten Rand, den unteren Rand, den linken Rand. Das System zeigt uns an, dass wir nun die Punkte erfolgreich gesetzt haben. Wir klicken auf die Schaltfläche Schließen. Wenn wir alle Punkte gesetzt haben, sehen wir eine horizontale Linie, eine vertikale Linie und drei Kreise. Einen Kreis um die Pupille, einen Kreis um die Magen-Darm-Krause und einen Kreis um die Iris. Wenn wir nun